Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir haben es endlich geschafft, die Ritter zu entsteinern. Und nun müssen wir denen alles noch erklären. Also fangen wir an. Wie fühlst du dich, Roy? Tut dir etwas weh? Nicht wirklich. Aber ich fühle mich immer noch nicht wie ich selber. Und ich denke, es wird verdammt wehtun, wenn diese Taubheit nachlässt. Also, ich denke, du bist nun besser dran, als du vor einer Minute warst. Also, ich denke, wir müssen dir danken. Ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt. Genau wie ich. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, jetzt ist sogar Cecilia endlich mal einsichtig. Wir stehen alle in deiner Schuld, Sir Judikatova. Eigentlich müsste es ja Lady Judikatova heißen, aber ist Erbsenzählerei. Du hast wieder alle Erwartungen übertroffen und die heiligen Ritter stolz gemacht. Nein, bitte, ich verdiene euer Lob nicht. Ich war nicht in der Lage, euch davor zu bewahren, in Stein verwandelt zu werden. Um ehrlich zu sein, war es einfach nur nach dem Glück, dass ich euch retten konnte. Und ich hätte das nicht tun können ohne die Hilfe von Lady Fina, Dino und Hugo. Also ich denke, du hast das großartig gemacht. Du hast dem übermäßigen Dampf widerstanden, wütend auf den Gegner zuzurennen und hast deinen animalischen Instinkt unterdrückt. Ich bin keine Wildsau, weißt du? Das war genial. Junika zu helfen, zu wachsen und erwachsen zu werden als ein Ritter, ist es wirklich wert, in Stein verwandelt zu werden, wenn ihr mich fragt. Sehr witzig. Junika. Ich denke, du solltest wissen, bevor Commander Tuffa auf die Oberfläche verschwunden ist, hat er mir einen Brief geschrieben. Ja, und ich kann immer noch sagen, was darin stand. Es stand drin, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind eine wichtige Rolle im Leben spielen. Es ist nicht wichtig, wie mächtig oder einflussreich wir sind. Unsere Zeit zu scheinen wird immer kommen, ohne Zweifel. Und bis es soweit ist, können wir nichts tun, außer warten. Wenn der Moment soweit ist, werden wir den Ruf hören. Es ist so, antworten wir diesem Ruf, der unsere Stärke braucht, die Stärke unseres Charakters. Das ist der Kampf, den wir kämpfen gegen die Schwächen in unserem Herzen. In meinem Gram durch sein Dahinscheiden habe ich diesen Brief völlig aus meinem Gedächtnis verbannt. Aber deine Worte haben mich an seine erinnert. Du tust, was du denkst, wozu du bestimmt bist, so wie er es getan hat. Und ich glaube, dass mein Schicksal auch dort liegt. Commander, du hast deine eigenen Stärken entdeckt, Junika Tova, und sie uns alle gezeigt, sodass wir von deinem Beispiel lernen können. In meiner Naivität habe ich dir das Opfer deines Vaters in den Dreck gezogen. Aber nun weiß ich, was ich tun muss, was wir alle tun müssen.
Danke dir, Judika. Danke, dass du uns die Augen geöffnet hast und unser Leben gerettet hast. Du bist ein wahrer, heiliger Ritter. In jeder Hinsicht. Ah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Erlaub es mir dann. Unsere Körper sind nicht länger aus Stein, aber der Fluch hat seinen Preis gekostet. Ich denke, wir sollten uns für nun zurückziehen. Wir müssen uns selbst die Chance zum Ausruhen und zum Erholen geben. In unserem augenblicklichen Zustand halten wir dich nur zurück. Ich stimme zu. Mein Körper fühlt sich immer noch schwer und geschwollen an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage bin, mich im Kampf zu bewähren im Augenblick. Wir sollten eine große Menge an Heilmagie auf uns wirken lassen und dann dich wieder auf dich wieder zu dir stoßen in den höheren Level. Währenddessen, Judika, überlassen wir dir die Suche nach Lady Rhea. Ja, Sir. Und ich denke, dafür wirst du das hier brauchen. Ja, genau, das Mantid-Medaillon. Der Schlüssel für den nächsten Bossraum. Pass auf dich auf. Und möge das Glück auf deiner Seite sein. Danke, ich hoffe, ihr fühlt euch bald besser. Danke, Judika, ich schulde dir was. Was ist los? Ich bin es nur nicht gewohnt, zu hören, dass du Dinge wie das sagst. Ich meine, du behandelst mich immer wie ein Kind und machst dich über mich lustig. Es ist nicht deine Art, dich so ernsthaft bei mir zu bedanken. Ach komm schon. Ich ärgere dich zwar ziemlich oft, aber ich hoffe, du weißt, dass ich es nicht so meine. Du wirst es schwer haben, jemals was Nettes über mich zu sagen. Und manchmal sagst du sogar Sachen, die mich beschämen. Du benimmst dich oft, als ob du mein großer Bruder wärst, der auf seine kleine Schwester aufpasst, weil sie nicht auf sich selber aufpassen kann. Und ich denke, ich schulde dir einen Dank dafür. Was? Das habe ich nicht erwartet. Was ist los? Weißt du, du hast mir gesagt, ich soll Vaters Schwert holen. Und das gab mir die Stärke weiterzumachen. Alles, was ich dir gegeben habe, ist eine Ausrede. Der Rest lag an dir. Und ich wusste, dass du es holst. Treu? Wie auch immer. Ich habe dir nicht gratuliert dafür, ein Ritter geworden zu sein. Also Gratulation. Du hast es geschafft. Du hast deinen Traum wahrgemacht. Na, danke. Ich habe mir selbst gesagt, bevor du ein wahrer Ritter wirst, wenn du ein wahrer Ritter wirst, dann wirst du was. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ich sag's dir später. Pass auf dich auf, Judika. Okay, das werde ich. Danke. Ja, Roy hat bei Judika den Stein im Brett. So, die Gegner da unten ignorieren wir mal. Jetzt wisst ihr auch, warum ich einfach weitergegangen bin, weil jetzt können wir uns direkt zur Kammer der Mantid des nächsten Bosses porten. Hier nochmal speichern. Und dann geht der nächste Bossfight los.
Der könnte etwas länger werden jetzt. Es ist kein schwieriger Bossfight, aber er ist ziemlich ausdauerfordernd. Also ab rein da. Und ja, es heißt schon Mantis Chamber. Da kann man sich ja gleich denken, was jetzt kommt. Eine riesige Gottesanbeterin. Pictimos, die grimmige Gottesanbeterin. Und ja, sie ist wirklich eigentlich kein besonders schwieriger Gegner. Wenn man aufpasst. Eigentlich müssen wir sie die meiste Zeit mit unserem Phönix beschließen, weil wir uns kaum eine Möglichkeit haben, sie zu treffen. Kommen wir mit dem Nahkampf kaum an sie ran, weil sie dann das hier macht. Ja. Und eigentlich sollten wir genau auf sowas aufpassen. Ah, und wenn sie das macht, ist sie noch schlimmer. Jetzt müssen wir den, können wir den nur eins machen, bevor wir wegrennen. Und die Laserstrahlen, auf die Laserstrahlen aufpassen. Und diese blöden Wirbelkriegen. Die sind am nervigsten. Wow. Jetzt macht sie das schon wieder. Jetzt können wir nichts machen, außer wegrennen. Und die Bossfight müssen wir genießen. Oh. Und ja, genau, nicht zu nah an sie rankommen. Genau, ich spuckt sie ihre Minions aus. Die Attacke hasse ich am meisten. Jetzt haben wir nicht die Möglichkeit, außer wegzurennen mal wieder. Spuckt sie wieder Minions aus. So, das war mies. Ob wir das noch schaffen können? Und dann spuckt sie wieder mit uns aus. Das Problem ist, dass wir beide mit uns, dass sie ausspuckt. Sobald wir ihre Lebenspunkte auf Null gebracht haben, nutzt sie die, um sich zu heilen. So. Deswegen sollten wir gucken, dass wir so viele von denen wie möglich wegmachen. Das war nicht so gut. Genau, jetzt hat sie sich geheilt.
aber noch ein Treffer und wir sind Geschichte. Und ja, da sind wir gestorben. Ich probiere das jetzt vielleicht in der nächsten Folge nochmal, aber dann machen wir einen kurzen Cut vorher. Bis gleich.